Boris Rhein, Chef von CDU Hessen, hat gesagt, er macht keine Koalition, er unterschreibt keinen Koalitionsvertrag mit einer Partei mit Verboten, Bevormundungen und Einschränkungen von Freiheiten. Ja, hat er gesagt, Boris Rhein, guter Mann, CDU Hessen. Und jetzt sagt er als allererstes direkt am Montag nach der Wahl, also mein erster Ansprechpartner für Koalitionsverhandlungen sind die Grünen. Und darauf erstmal Prost, liebe Grüne, gratuliere. Ja gut, okay. Belastung, genau. Belastung. Verbote, Belastung und Verbote, Belastung und Dingens. Was hat er gesagt? Hier. Er unterschreibt Verbote, Bevormundung und Belastung. Genau. Hat er mit den Grünen überhaupt nichts zu tun. Also die verbieten nicht, die belasten nicht und die bevormunden nicht. Die Grünen doch nicht. Nein. Solange man das macht, was sie wollen, gibt es keine Bevormundung, keine Belastung und keine Verbote. Kann so einfach sein. Schön. Also Boris, guter Mann. Ja, hat sich gelohnt, CDU zu wählen in Hessen. Es hat sich allerdings nicht gelohnt, die AfD zu wählen. Die haben ja 18,4% bekommen und damit können sie jetzt als zweitstärkste Kraft mit Abstand zweitstärkste Kraft in Hessen auch noch Untersuchungsausschüsse einleiten. Zum Beispiel wollen sie jetzt einen machen gegen Corona. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Wir decken jetzt den Mantel des Schweigens drüber, ja. Corona ist vorbei, wir blicken nach vorne und alles ist gut. Ja, was ist diese AfD, diese Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner? Gefällt mir überhaupt gar nicht, ja. Gar nicht, ja. Habt ihr übrigens mitbekommen, gestern mein Video auf YouTube hier, ja, da war das Startbild nicht da, ja, ist nicht da, wird geprüft, da war ein schwarzes Bild, ja. Es sind so die kleinen technischen Tricks, ja, schwieriges Wort muss ich noch lernen, sind die kleinen Tricks von YouTube, um so ein bisschen zu drosseln. Im positivsten Sinne, ja. Vielen Dank an der Stelle, ja. So, und dann haben wir noch eine kleine Verunstimmung in Berlin. Da hat ein Lehrer einen Schüler angesprochen, einen 14-Jährigen, bitte keine Palästinenserfahne hier auf dem Schulhof zeigen. Daraufhin kam ein 15-jähriger Schüler, auch Palästinenser, und hat erstmal den Lehrer verprügelt. Ja gut, okay, das war jetzt aber ein Lausbubenstreich, bitte. Ein Somalier hat einem 29-Jährigen einen Schraubenzieher in den Körper gerammt. Der 29-Jährige ist jetzt verstorben, aber das war jetzt nun wirklich ein Einzelfall. Ja, und ansonsten gibt es ja böse Zungen, die sagen, sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Mossad los? Ist doch eigentlich der beste, naja, also zumindest der am meist informierte Geheimdienst der Welt. Wieso wussten die nicht, dass da jetzt eine Invasion von irgendwelchen Leuten stattfindet? Hätte man doch wissen müssen. Die am besten gesicherte Grenze der Welt, ja? Da kommt nicht mal eine Küchenschabe durch, keine Ratte, kein niemand, ja? Und auf einmal stürmen hunderte von Menschen das Land. Das kann doch gar nicht sein. Böse Zungen sagen, ja, jetzt reden wir halt nicht mehr über Wirtschaftskrise, wir reden nicht mehr über Flüchtlingsströme, wir reden nicht mehr über Hunter Biden, wir reden nicht mehr über Impeachment von Joe Biden, wir reden nicht mehr über Dollarabwertung, wir reden nicht mehr BRICS-Staaten, wir reden auch nicht mehr über Ukraine-Ding da, über den Krieg reden wir nicht mehr. Wir reden jetzt nur über Israel. Ablenkung. Die jüdische Allgemeine ist verunstimmt über das Wahlergebnis der AfD. Wir sind alle verunstimmt. Ja, böse Zungen sagen, warum wart ihr nicht verunstimmt? Dass die AfD die einzige Partei war, die im Bundestag gefordert hat, finanzielle Hilfen für die Hamas zu stoppen. Und die anderen Parteien alle dagegen waren. Liebe jüdische Allgemeine, warum habt ihr euch da nicht aufgeregt über die anderen Parteien? Denn die AfD war die Partei, die der Hamas den Geldhahn abdrehen wollte. Ja gut, okay. Das eine ist das andere. Ich finde, das ist alles in Ordnung. Übrigens auch schön, dass der Steinmeier bei Arafat sich verneigt hat am Grab. Auch schön. Ja, aber das ist ja ganz was anderes. Das war ja ein Trick. Das war ja psychologische Kriegsführung. So sieht's mal aus. Ja, ich finde den Steinmeier toll. Er ist der beste Bundespräsident aller Zeiten. Ja, so. Wir haben natürlich noch zwei, drei andere Nachrichten. Da gucke ich jetzt mal hier rein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer noch nie dabei war und ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Facility Manager hier im Bundestag. Ich bin linksstaatlich und zivilcouragelich. Ich unterstütze unsere Regierung. Ich unterstütze die Ampel. Ich bin für die Nichtrechten der Regierung, also die Unrechten. Und ich bin gegen die bösen Verschwörungstheoretiker von der AfD und für die Ignoranzpraktiker der Regierung. So, es kann so einfach sein. An dieser Stelle erstmal, liebe Irene Seidel, ich sage Danke und Hans-Ewald Palgen, vielen herzlichen Dank. Und mein Dank geht an Johann Stölzle. Danke, lieber Johann. Ja, und dann haben wir hier was Schönes. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant, der Einwohner des Gazastreifens als Tiere bezeichnete und sie samt Kindern komplett abriegeln und aushungern will. Ja, ja, na gut, okay, ich meine, er wird schon wissen, was er macht und was er sagt. Ist doch alles in Ordnung. Es ist doch alles in Ordnung. Alles gut. Hier, Jörg Meyer hatte zwei Schlaganfälle. Lieber Jörg, wir senden dir jetzt erstmal gute Genesungswünsche und alle anderen, die gerade krank sind, gute Besserung von uns, gute Genesung. Unsere große Gemeinde schickt jetzt dem lieben Jörg mit seinen beiden Schlaganfällen, der immer noch keinen Reha-Aufenthalt bekommen hat, ja. Wir senden dir gute Energie und wünschen dir viel Erfolg, dass du ganz schnell in die Reha kommst. Wir sind bei dir. So, ist wichtig.
Dann hier, Saudi-Arabien beendet alle Verhandlungen über eine Normalisierung mit Israel. Naja, Normalisierung, Normalisierung, das sind so Worte. Ja, wer will denn mit Saudi-Arabien überhaupt irgendwas zu tun haben? Außer wir natürlich. Wenn wir von lupenreinen Demokraten Öl kaufen, dann wollen wir mit denen was zu tun haben. Aber ansonsten natürlich nicht. Passt schon. Ja. Und dann hier, nach brutalem Kopfstoßattacke eines irakischen Jugendlichen 14 auf einen deutschen Schüler 15 äußert sich jetzt der Bürgermeister und sagt, es war abzusehen, dass eine Integration schwer wird. Ja, Freunde, wer ist denn schuld daran? Wer ist denn schuld daran? Es sind doch die bösen Deutschen, die sich nicht richtig integrieren können. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich zitiere Katrin Göring-Eckardt, die gesagt hat, wir brauchen mindestens 400.000 Zuwanderer pro Jahr für die nächsten 30 Jahre. So. Und da hat sich der Deutsch jetzt mal ein klein wenig zu integrieren. Also bitte, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das war doch ein Hilfeschrei von dem 14-Jährigen. Ein Hilfeschrei nach so, wonach auch immer. Ja. Hier, Entwicklungsministerin Svenja Schulze wollte dem NIOS-Chefredakteur Julian Reichelt die Aussage verbieten lassen, die Bundesregierung unterstütze durch Entwicklungshilfe die Taliban. Damit ist sie vor Gericht gescheitert. Ja, ich würde mal sagen, Hausdurchsuchung bei dem Richter geht natürlich gar nicht. Ich meine, wenn die Svenja Schulze was sagt, dann ist das richtig. Punkt aus Ende. Auch wenn es nicht stimmt, ist es richtig. Die Solarforscherin warnt vor Mini-Eiszeit und globaler Hungersnot bis 2030. In einem Interview aus dem Jahr 2019 mit dem preisgekrönten kanadischen Journalisten Stuart McNish in seinem Programm Conversations That Matters erklärte Valentina Tsarkova, Autorin vieler Bücher, dass wir Richtung Mini-Eiszeit gehen. Ist doch Blödsinn, Freunde. Wir haben Global Cooking, ja. Ich zitiere mal Antonio Guterres. Global Cooking, es wird immer heißer. Wir müssen bald gar nicht mehr heizen. Wir machen einfach die Fenster auf und die Wärme strömt rein. Wartet mal ab, Dezember, Januar, Februar. Boah, da macht ihr die Fenster zu, damit es nicht so warm wird drin. Ist so. Global Cooking, ja. Ihr müsst auch gar keinen Herd mehr anmachen. Ihr stellt einfach das kalte Wasser aufs Fensterbrett, ja. Global Cooking, zack, und das Wasser kocht. Es kann so einfach sein. Am 1. September, und das ist jetzt die letzte Nachricht für heute, am 1. September liefen die staatlichen Förderungen für gewerbliche Käufe von E-Autos aus. Prompt sind die Umsätze dramatisch eingebrochen. Es will keiner mehr E-Autos kaufen. Selbst Dieselautos, die eigentlich teurer sind, auch im Unterhalt, laufen jetzt besser. Ja gut, okay. Ja, aber das ist nur eine vorübergehende Schlappe. Wir verbieten Verbrennermotoren und dann läuft das wieder. Die AfD kündigt einen Untersuchungsausschuss Corona an, weil sie in Hessen jetzt 18,4% haben, zweitstärkste Kraft sind. Mit Abstand können sie das machen. Ich bin dafür, dass wir den Mantel des Schweigens über Corona decken. Ist der jetzt vorbei? Ist doch vorbei? Ist doch vorbei? Es ist vorbei, Freunde. Ist vorbei, bitte. So, und die Taz hat das sehr schön mit den Farben dargestellt. So stellt sie die Alternative für Deutschland dar, mit einem braunen Balken. Das gefällt uns. So muss es sein. Böse Zungen sagen. Aber ist das nicht eher so, wenn man Rot, Grün und Gelb zusammenmischt, dass da Braun rauskommt? Berliner Polizist sagt zu Klimakleber wörtlich: Die Menschheit ist ein Scheißhaufen und gehört vernichtet, damit sich die Natur wieder erholen kann. Wirklich wahr. Das Interview kursiert im Netz, ja. Hat er wirklich gesagt, der Polizist. Aber Freunde, okay, ich meine, böse Zungen sagen, Moment mal, ist denn der Mensch nicht auch Natur? Ist denn die Natur auch nicht der Mensch? Gehört er nicht auch zur Natur oder ist Natur nur alles, was nicht menschlich ist? Also unnatürlich, aber ist egal. Böse Zungen, nicht meine Worte. Und was in Hessen und Bayern offensichtlich wurde, ist nur der Anfang. Die Funktionäre der Parteien werden alles daran setzen, die AfD zu kriminalisieren und zu verbieten. Ja, sie haben keine andere Chance mehr zu verhindern. Da muss man doch nichts zu tun. Ja, die AfD ist kriminell. Die sind böse, die sind schlecht. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich habe ja gestern berichtet, da hat ja sogar ein YouTuber ein Video gemacht. Wirklich wahr. Er hat ein Video gemacht, hat gesagt, er fordert alle auf bei den Wahlen, wenn sie helfen zu fälschen. Und das wäre völlig im Sinne der Demokratie, wenn man die Stimmzettel der AfD ungültig macht. Das wäre demokratisch, weil es sind Nazis. Hat er gesagt. Auf YouTube. Wirklich wahr. Besitzung sagen, in Ordnung ist das aber nicht. Freunde, ich bin euch was schuldig. Ich habe gestern ein bisschen die Fassung verloren am Schluss, am Ende. Ich habe ja gestern über den Journalisten berichtet in Israel, Ehrlichmann, der mit 8 Jahren am Herzinfarkt verstorben ist, nachdem er vor 3 Jahren das Gesicht von Fitzer war. Ja. Und da ist mir irgendwie die Spucke weggeblieben. Da bin ich noch eine Nachricht schuldig, die werde ich jetzt nachliefern. Die ist aber, wenn ich die jetzt sage, bleibt danach auch die Spucke weg. Deswegen sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank, dass ihr dabei seid hier auf YouTube. Bitte abonniert den Kanal. Das ist sozusagen der Dünger für diesen Kanal. Obwohl YouTube natürlich die zensurfreiste Plattform der Welt ist, man hier sagen kann, was man will, bin ich irgendwie gebremst, blockiert, geshadowbanned, ist aber egal, ich mache ja trotzdem weiter. Und wo es kein Bremsen und Shadowbanning gibt, das ist VierTube. Da mache ich jeden Tag ein Video, 6-mal die Woche. Sonnabend ist Ruhetag.
sondern gehört meiner Frau Martina und unserem Goldhamster Ambrosius. Ja, VRTube, wenn ihr nicht wisst, was VRTube ist wie YouTube, nur besser. Ja, da bin ich Mensch, da kann ich sein. Der Link zu VRTube hängt hier drunter. Es hängen hier einige Links drunter. Hier hängt auch der Link zu dem Buch, zu den ganzen Büchern, unter anderem dem neuesten, Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Der Link hängt hier drunter, claudiusfarbig.de. Hier hängt Telegram drunter und VRTube und Getter und BitTube und Odyssey und wie sie alle heißen. Ja, ich bin überall hier. Und jetzt geht's los mit der Nachricht, aber übrigens danke erstmal für euren Kommentar, den Daumen hoch und meine lieben Unterstützer, ihr macht diese Arbeit hier erst möglich. Ich sage, wie es ist, von Herzen danke, denn ohne euch ginge es nicht. Klitzeklein oder groß, es hilft und motiviert, PayPal und Konto, hängt auch hier drunter, was hier alles hängt, oder? Dass das Video überhaupt tragfähig ist, so viel wie da dran hängt. So, geht los. Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte zum festen Repertoire politischer Justiz. Mit anderen Worten verliert der Betroffene seine Grundrechte ganz oder teilweise, vor allem das Wahlrecht oder das Recht, Ämter ausüben zu dürfen. Im Nationalsozialismus gab es dafür den Rechtsbegriff des bürgerlichen Todes. Genau das schlägt die frühere Richterin am Bundesverfassungsgericht Gertrude Lübbe-Wolf jetzt für Politiker der AfD vor, da ein Verbot der Partei zu kompliziert sei. Ist doch wunderbar, oder? Also, wir können die Partei nicht verbieten, können wir nicht, aber kein Problem. Wir verbieten einfach den Politikern und Politikerinnen der AfD, Bürgerrechte auszuüben. Das heißt, sie können nicht wählen, sie können sich nicht zur Wahl stellen lassen. Sie können doch nicht mal im Karnickelzüchterverein den Kassenwart machen. So, und sie will anfangen mit Björn Höcke. Ah, Freunde, besser läuft's doch gar nicht. Das ist die beste Demokratie aller Zeiten. Genauso läuft's. Ja, wir verbieten die Partei nicht. Nein, ihr seid nicht verboten. Ja, ihr dürft halt bloß keine Ämter mehr ausüben. Ja, als Verbot ist das aber nicht, Freunde. Und das ist wirklich eine ehemalige Verfassungsrichterin, Gertrude Lübbe-Wolf. Ihr Vater war wohl ein berühmter Schriftsteller, ja, der sich für Freiheit eingesetzt hat. Aber gut, Freiheit, das sind so Worte, Freunde. Wenn ihr zu Hause bleibt, euch 4 FFP2-Masken übereinander schiebt, einen Darmstrumpf drüber packt und nicht demonstrieren geht, dann macht ihr alles richtig. Wenn ihr immer alles macht, was die Regierung euch befiehlt und immer folgt und immer eine Armbinde tragt, wenn die Regierung das befiehlt, egal was da drauf ist, im Moment müsste es eine Regenbogenfahne sein, ja, es kann auch wieder was anderes kommen, ja, macht einfach alles mit. Und wenn die Regierung heute was anderes sagt als gestern, dann macht ihr das, was sie heute sagt und nicht, was sie gestern gesagt hat. Und wenn ihr nicht wisst, was sie gestern gesagt hat oder heute sagt, dann schaut einfach ARD und ZDF, da seid ihr immer schlechtestens informiert. So. Es kann so einfach sein. Und ihr geht auf gar keinen Fall demonstrieren, ja, es sei denn, für Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Christopher Street Day, Kinder, die sich auf die Straße kleben, The Lost Generation, Animal Generation, Scientists for Climate, gegen Trump, gegen Putin, gegen Assad, gegen die AfD, für gegen CO2 und für die Regierung. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Da braucht ihr auch keinen Abstand einzuhalten, auch keine Maske zu tragen. Hier könnt ihr alles machen. Könnt ihr auch alle Fahnen mitbringen, die ihr wollt. Alle. Bloß keine Deutschlandfahne. Das gilt nicht. Deutschlandfahne. Also bitte. So, ich finde, da haben wir doch heute ein gehaltvolles Video hingekriegt, obwohl die Nachrichtenlage nicht sehr tragfähig war. Die war dünn heute. Dünnes Eis, aber ich habe es hingekriegt. Freunde, ich werde tatsächlich, obwohl ich es immer wieder sage, immer wieder gefragt, wo bekommen wir das Buch Made in Germany? Da, wo es die anderen Bücher auch gibt, nämlich auch Der King lebt oder Du bist Schöpfer oder Botschaft für Deutsche, gibt es jetzt auch Made in Germany. Seit genau 3 Wochen und 3 Tagen gibt es das Buch. Ja, 3 Wochen und 3 Tagen gibt es das Buch Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch. Ich sag's immer wieder, ich mache gern Werbung dafür. Rund 400 Seiten, 270 Zitate, etwas mehr, über 400 deutsche Schauspieler, die wichtigsten Komponisten, die wichtigsten Schriftsteller, die wichtigsten Philosophen, rund 130 deutsche Erfindungen. Und wusstet ihr, dass über 80% der weltweit aufgeführten klassischen Musik von deutschen Komponisten ist? Und schöne Zwischenkapitel. Unter anderem wird mal das Wort Demokratie erklärt. Aber gut, okay. Es ist ein rechtsstaatliches Buch auf dem rechten Weg. Ich will euch auch nur warnen. Ist natürlich alles Murks, was da drin steht, ist doch klar, ja. Denn wir sind auf dem linken Weg. Linkisch und zivilcouragelich. Ja, gibt's bei claudiusfarbig.de. Nur da, hier, Link hängt drunter. Punkt, aus, Ende. Ja, demnächst gibt's wieder die drei, ja, drei und frei. Heiko Schrang, Friedrich Krüger und hier dieser hier, der hier, Claudius Farbig, ja. Da findet heute die Aufzeichnung statt, wird, glaube ich, Samstag ausgestrahlt. Ja, es geht immer weiter. Und ich mache jetzt auch weiter, ihr macht weiter. Und wenn ihr gerade nicht weitermachen könnt, weil ihr krank seid, gute Genesung. Und wichtigste Botschaft auch heute, wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Es grüßt euch Bruno, Kevin, Jerome. Wer nicht weiß, wer das ist, Bruno ist mein Hausmeister. Ich bin ja Facility Manager. Kevin ist meine Buchhaltungsstufe, das ist auch ihr Arbeitsplatz hier.
Ja, ich habe hier, guck mal, ja, jetzt hier, was ist denn los jetzt? Ah, guck mal, da fällt schon wieder alles auseinander hier, das ist schlimm. Das ist Kevin Heinzelmanns Arbeitsplatz, ja. Es grüßt euch mein Schwager Jerome Schmidt-Schmidt, 10-fach geboostert. Und ganz liebe Grüße, kann ich jetzt hier nicht hinstellen. Ganz liebe Grüße von meiner Frau Martina. Haben wir das jetzt geklärt? Oh, unser Goldhamster Ambrosius grüßt euch auch. Ja. Freunde, ich hab euch lieb. Und jetzt knarren wir noch gegen Putin. Putin schlecht. Was fordert der Russe? Einen eigenen palästinensischen Staat. Also, was ist der? Was hat der für Flausen im Kopf, der Putin? Also, Freundschaft. Hab euch lieb.